Herzlich willkommen zu einem weiteren Kanal-Update und heute habe ich ein bisschen was zu erzählen, aber das ist auch nicht allzu viel, deswegen denke ich, dass das Video auch nur ganz kurz sein wird, aber ich es trotzdem wieder lang halten werde, damit das Gameplay nicht allzu schnell durch ist. Und dann würde ich jetzt auch mal sagen, starten wir gleich mal los und fangen wir an. Das erste, was ich hier zu sagen habe, ist, dass die Folge 25 und die Folge 29 bei Minecraft 1.7 leider nicht zu sehen sind oder nicht ursprünglich zu sehen sind, da es dort technische Probleme gab und wiederum die Folgen, die normalerweise 26 und 30 gewesen wären, nun 25 und 29 heißen. Das heißt, im Endeffekt wurde es alles zwei Folgen nach vorne gerückt und das heißt, die Folge 50 wäre eigentlich Folge 52 gewesen und jetzt muss ich mich verbessern. Oh, ich kann sein, dass die Laute kommen. Ich spiele gerade mal zum Deckel von der Pringles-Packung rum. Und jetzt muss ich mich verbessern, das heißt, Folge 29 ist im Endeffekt nicht Folge 30, sondern Folge 31. Gut, die Geräusche stören euch nicht. Sie stören euch nicht! Und ja, das Rauschen erst recht nicht, da seid ihr ja schon gewöhnt, hart eingesessene Zuschauer zu sagen habe. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich jetzt sage, schon erzählt habe in der letzten Kanal-Update-Folge oder ob ich das jetzt noch nicht erzählt habe. Ja. Und auf jeden Fall ist es so, dass ein paar Folgen im Zeitraffer kommen werden von Minecraft 1.7. Dies sind aber lediglich nur Folgen, indem ich den Berg weiter abbaue. Das heißt, Folgen, die einfach verdammt eintönig sind. Oder Folgen, wo ich vom Mikro her so übersteuert bin, dass man sich das kein Stück weit anhören kann. Und ich das einfach ein bisschen schneller gemacht habe. Ein Lied dahinter gepackt habe. Oder ein Beat. Und ja, die kann man dazu nicht wirklich sagen, das sind ja teilweise nur Beats. Und ich die Folge dann so durchlaufen lassen habe, so dass ihr immer noch wisst, ah okay, das hat er in der letzten Folge gemacht, interessant, und deswegen hat er jetzt 5 Stacks Cobblestone oder sowas in der Art. Dass man immer noch nachvollziehen kann, was dort passiert ist und wieso es in den nächsten Folgen so ist. Und es ist ja auch ein Let's Play, das heißt, ich möchte alles zeigen, was ich auch mache. So. Was ich noch zu erzählen habe. Ab Folge 50 von Minecraft 1.7, ich weiß, das ist noch lange, lange hin, aber ich habe auch lange, lange vorproduziert, werden öfter mal Gäste dabei sein, das heißt zum Beispiel der Gutstein, mit dem ich auch schon mal, oder auch genannten Kitorminator, mit dem ich auch schon mal Blockparty aufgenommen habe, wird dabei sein. Und ja, danach noch ein paar andere Gäste. Und ja, kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar das Hexicle Project. Es wurde im Hexicle Project gebrieft. Von wem wissen wir leider nicht hundertprozentig, da wir auch eine Whitelist haben. Aber wir vermuten, dass es komischerweise, obwohl er nicht mehr auf der Whitelist stand, der liebe Chemo war. Na, lieb kann man nicht sagen, ich finde ihn einfach komisch. Der Chemo, der war ja kurzzeitig in unserem Projekt drinne und war sozusagen das Mobbing-Opfer bei uns. Ich möchte es jetzt, ja, komm, ich sag einfach Mobbing-Opfer.
Und weil er wurde fast jede Folge getötet und auch wenn es nur von Monstern war. Und er meinte, er wollte sich wohl irgendwie einfach rächen und finde ich ein bisschen dumm. Und ja, unser Projekt wurde einfach gebrieft, alles war kaputt, außer das Haus von Ole, Phoenix und mir, weil er die wahrscheinlich nicht gefunden hat. So dumm wie er ist, dieser riesige Griefer. Aber wir sind ja jetzt nicht allzu traurig oder allzu sauer drüber. Erstmal gähnen, weil wir auch noch nicht allzu viel geschafft haben. Und wir sowieso ein neues Projekt in Planung haben mit ganz vielen anderen Leuten und die ich selber teilweise noch gar nicht kenne. Und das wird euch wahrscheinlich, ich sag mal, ein bisschen bekannt vorkommen, zumindest vom Namen her. Es endet mit RO und fängt mit ME an. Den Namen habe ich mir nicht ausgesucht. Ich finde den auch nicht ganz so toll, weil es einfach ein Abklatsch ist. Mero. Medieval. Roleplay. Mittelalterliches Rollenspiel. Aber da hätte man sich trotzdem was anderes aussuchen können. Durch Hero und Varo und ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall muss ich mich mit dem Namen jetzt abfinden, muss den akzeptieren, wenn ich im Projekt mitmache. Und ich möchte nicht, dass ihr irgendwie schreibt, boah, voll die Nachmache mit eurem Namen, was sie da so macht. Ja, in meinem Projekt geht es darum, eben so gut wie möglich im mittelalterlichen Stil klarzukommen. Das heißt, es gibt zwei Städte, einmal Stadt 1, Stadt 2, wer hat's gedacht? Ich hab wirklich gedacht, Stadt 24 und Stadt Baum. Nee, auf jeden Fall benennen wir unsere Städte auch noch. Unsere Stadt heißt wohl irgendwie Metropolis, keine Ahnung. Ich habe mir den Namen selber ausgesucht, den fand ich gut, aber ich weiß selber nicht mehr, wie das hieß. Ich werde es wahrscheinlich, wenn ich den Namen jetzt nochmal finde, werde ich den Namen jetzt wahrscheinlich hier nochmal einfügen, ganz kurz, den Namen unserer Stadt. Gut, jeder Spieler hat einen bestimmten Beruf, ich zum Beispiel bin Bauer und ich beinhalte, dass ich Agrarwirtschaft und ja, meinetwegen Zuckerrohr, Weizen, Kartoffeln, Karotten, alles was dazu gehört, anbaue. Und dass niemand anders darf. Ich halte die Tiere, die es in Minecraft gibt. Ich halte die verschiedenen gefärbten Schafe. Dann bin ich noch Jäger. Das heißt, ich kann im Wald mit einem Bogen oder mit einem Messer, das heißt Schwert in diesem Fall, die Tiere abschlachten wie so ein Stück Scheiße. Und bin auch Schlachter. Also alles, was so da zuhört. Gut, also mehr möchte ich jetzt noch nicht spoilern oder vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, dass es meiner Meinung nach bestimmt ein super Projekt wird, was hoffentlich auch lange anhält, nicht so wie Tite Wies damals. Und jetzt Hexkill Project und mein Schulquiz und ich gehe schon wieder. Und das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich möchte mich nur noch bedanken für 48 Abonnenten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, ein wunderschönes Wochenende, weil dieses Video dann garantiert am Freitag kommen wird. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr heute Schule hattet oder nicht, weil ich hatte keine Schule. Und ja, dann sage ich jetzt einfach mal Adios und ciao. Ciao.